Ich habe ein schönes Rezept rausgesucht und das ist eine Mandelschokocreme. Die schmeckt wirklich super lecker zu Brötchen oder natürlich könnt ihr damit auch Crepe belegen. Ja, die ist jetzt noch flüssig. Die muss noch fest werden. Hab die gerade hier erst fertig gemacht. Ja, also probiert es aus. Die ist wirklich super klasse. Hallo, herzlich willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr dabei seid. Ich mache heute eine Mandel-Schokocreme. Die schmeckt super klasse. Wenn ihr etwas zum Verschenken braucht, dann macht einfach die doppelte Menge. Die Sachen habe ich hier vorbereitet. Ich sage euch mal einmal ganz kurz die Zutaten. Und zwar 100 Gramm Zucker, 150 Gramm Mandeln, 100 Gramm Milch, 75 Gramm Butter und 80 Gramm Blockschokolade. Ich würde sagen, wir fangen einfach an und als erstes kommt der Zucker rein. 10 Sekunden auf Stufe 10. Der Vorteil ist, der Deckel bleibt sauber. Und schon haben wir Puderzucker. Also, wer jetzt natürlich ganze Mandeln hat, der macht den Zucker und die Mandeln rein, 10 Sekunden auf Stufe 10. Ich habe ja die Mandeln hier schon gemahlen, deswegen mache ich die jetzt erst rein. 20 Sekunden auf Stufe 8. Einmal die Schokolade mit reingeben. 20 Sekunden auf Stufe 8. So schnell geht das. Ich hatte gerade gesehen, 30 Sekunden auf Stufe 8. Ich hatte jetzt nur 20 gemacht, aber geht auch. Also alles super klein. Und jetzt geben wir nur noch mal die Milch rein und die Butter. Lassen das jetzt für 3 Minuten 50 Grad auf Stufe 2. In der Zeit kann man ein Schraubglas schön heiß ausspülen. So, dann will ich mal schauen. Ja, sieht super aus. Oh, ich kann nicht abwarten. Ich muss probieren, ja. Wow, die schmeckt super, super klasse. Will die mal sofort umfüllen. Also ihr könnt die super zu Brötchen, wenn ihr Crepe macht oder vielleicht, wenn ihr einen Kuchen backt, auch. Ja, das war's schon von mir. Ich habe jetzt hier so ein volles Glas und habe noch mal so einen kleinen Rest. Also wie gesagt, zu verschenken eine tolle Sache in einem kleinen Glas, eine schöne Schleife dran. Ansonsten schönen Morgen zum Frühstück jetzt in der Adventszeit oder auch während des ganzen Jahres. Ja, ich hoffe, dass mein kleines Filmchen euch gefallen hat und natürlich auch dieses super tolle Rezept. Ich habe es jetzt im Cookidoo, ich habe es nicht gefunden irgendwie, ich habe es noch von einem alten Heft. Da habe ich reingeguckt und das gefunden und es ist wirklich richtig super klasse. Ja, ich möchte mich dann wieder mal von euch verabschieden und wünsche euch eine schöne Adventszeit.